Das erste Heimspiel im Jahr 2012 für den TVM Stetten und trotz zweier Niederlagen in Folge kamen 1700 Zuschauer in die Ems-Halle. Toller Support, denn das war gegen den Tabellen 18. den TV Korschenbroich eigentlich nicht zu erwarten. Der Gast vom Niederrhein hatte kurz vor dem Spieltag angekündigt, sich nach der Saison freiwillig aus der zweiten Liga zurückzuziehen, um sich in Liga 3 zu konsolidieren. Nun aber zum Spiel. Der TV Stetten erwischte den besseren Start. Vorne machte Jeffrey Boomhauer Alarm. Hinten deutete Keeper Vitali Verschanka an, dass es für die Gäste heute hart wird, an ihm vorbeizukommen. So, auch hier Steffen Fischer wirft Verschanka mit der Parade, doch die Unparteiischen entscheiden auf Tor für den Gast. Das wohl eine Fehlentscheidung, wie die Zeitlupe zeigt. Die Aufregung beim Torhüter verständlich. Auf der Gegenseite trifft Tünnemann zum 7:5, doch es gab nun auf einmal einen Bruch im Spiel des TVE. Das Ergebnis: Fehlpässe, Fehlwürfe und unnötige Zeitstrafen. Ja, man sieht, dass wir haben zwei Spiele verloren, dass wir schlechtes Selbstvertrauen haben. Korschenbroich könnte hierhin kommen und ganz locker spielen mit den Voraussetzungen, was man haben. Und Korschenbroich hat das gut gemacht. Die Gäste zeigten Moral, nutzten die Schwäche des Gastgebers und wurden selbst immer stärker. Die 5:1-Deckung des TVE griff überhaupt nicht mehr, sodass Korschenbroich immer wieder über die Außen zum Erfolg kam. Wie hier über Steffen Fischer. Kuriose Randnotiz: Der Zehner von Korschenbroich hatte seine Schuhe vergessen, sodass man vor dem Spiel noch in den Sportladen um die Ecke gehen musste, um ein neues Paar zu besorgen. Und das saß wie angegossen. Gegen Ende der ersten Hälfte Korschenbroich mit 18:17 vor. Langweilig sollte es jedoch auch in Durchgang 2 nicht werden. Die Gäste machten gut weiter. 3 Punkte Vorsprung. Bozovic hier in dieser Szene kann den Ball nicht festhalten. Der TVE wirkte körperlich erschöpft. Aktuell gibt es ja auch keine großen Wechselmöglichkeiten. Die Fans in der Emshalle wurden langsam etwas unruhig und genau zu diesem Zeitpunkt warfen sich die Hellgrünen voll rein. Tünnemann zum Anschluss. Und auch Bozovic ging jetzt an die Reserven. Der Österreicher traf auf einmal fast nach Belieben. Der TVE mit richtig Feuer drehte die Partie 22:21 nun. Weiteres Plus: Innenhälfte 2, die Umstellung auf eine 6:0-Deckung. Was da noch durchkam, hielt Vitali Verschanka fest. Tolle Leistung des Keepers am heutigen Abend. Also unser Torhüter, der war zweite Halbzeit unglaublich. Also Vitali war wirklich ein großer Halt und einer der Matchwinner heute. Dann erneut Bozovic mit einem echten Hammer, 26:24, 2 Tore vor. Die Emshalle jetzt ein echter Hexenkessel. Ein Angriff der Gäste abgefangen und dann ging es schnell. Ernie Andersson auf dem Weg, der Winterneuzugang mit einigen guten Aktionen. Ja, dasselbe gilt natürlich für ihn, den Kapitän Stefan Tünnemann. Der Treffer zum 30:27, die Vorentscheidung wenige Minuten vor dem Ende. Denn der TVE bringt den Vorsprung gegen tapfer kämpfende Gäste über die Ziellinie. Tünnemann zum 34:29 Endstand und vor unserem Mikrofon über die aktuelle Personalsituation beim TVE. Wir haben eigentlich genug Konditionen gebolzt jetzt in der Vorbereitung, in der Winterpause. Und das ist nicht das Problem, aber man ist halt doch frischer, wenn man mehr wechseln kann. Und man hat halt andere Alternativen und die bringen vielleicht nochmal andere Impulse ins Spiel. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig. Vielleicht können Qualweg und Fridtjofsson ja nächste Woche in Leipzig schon wieder mitspielen und dann eben für diese neuen Impulse sorgen.